Die geilsten Pommes im Burgerland nicht je gegessen. Oh, was hast du uns mitgebracht? Sudden Death mit Ginseng? So schön ist die Uhr, dass ich heulen muss. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel drauf gemacht. Es gibt zwei Dakar auf der Welt. So, oh mein Gott. Ich danke dir. Nein. Ich danke dir. So, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht den schärfsten Mann im YouTube-Game, ja, und Twitch. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Mann. Ewig. Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Ja. Ja. Aber diesmal werden wir nichts was Scharfes essen oder vielleicht doch ein bisschen. Oder es ist keine Challenge. Normalerweise, die Leute kennen uns deswegen, ja, aber auch zumindest. Aber heute sind wir bei meinem Lieblingsburgerladen. Genau. Und das heißt wieder Presskick auf Nacken von Marc Gebauer heute. Wie bitte? Was hast du denn das? Das ist das Format. Muss die Kreditkarte trinken. Okay, alles klar. So, und wir sind heute bei 3 Haas in Düsseldorf. Mhm. Hier bist du öfters. Ja, also ich esse hier wirklich einmal mindestens so die Woche. Mhm. Und das Geschäft, also ich fühle mich hier extrem wohl. Der Service ist top und ich liebe es einfach hier. Die und Hamburger schmecken so, mir. Als wäre es dein zweites Zuhause. Ja. Und ich sage jetzt schon mal danke für die Gastfreundschaft. Ja. Lass uns Platz nehmen und wir bestellen dein Lieblingsmenü. Sehr gerne. Jawohl. Düsseldorf, da sitzen wir hier. Ja. Was machen wir? Wir essen heute einen speziellen Hamburger. Also ich habe so eine Konfiguration. Es gibt ein so Signature, sag ich mal, Essen von mir, was ich immer bestelle. Komme, was wolle. Und zwar... Gibt es das auch auf der Karte? Oder? Eigentlich ja. Also es sind halt nur ein paar Sachen, so Add-ons, die ich drauf mache. Jetzt auch nichts Großartiges. Aber wenn wir jetzt den Cheeseburger essen, ist immer sehr wichtig mit Doppelkäse. Manche Leute machen auch doppelt Fleisch, das ist für mich einfach zu heavy. Aber nur aus dem Grund, weil ich halt noch Chicken Sticks, die müssen zwangsweise mit dabei sein. Chicken Sticks sind essentiell. Ja. Und ich habe übrigens alle Entwicklungsstadien hier bei dem Geschäft durchgemacht. Also zum Beispiel, wenn wir bestellen oft nach Hause, hier alle Mitarbeiter sagen, das wäre wohl nicht so. Aber ich sag dir, die neue Verpackung, auch wenn ihr das nach Hause bestellt, ist gut. Kommt da super an. Ja, kommt also super top, an. Top frisch. Ja, bei den Pommes war immer so, ne, die machen die unten halt im Keller, machen die selber. Da war immer so ein Problem halt, dass die halt so knusprig bleiben. Ich sag dir jetzt so mit der Verpackung 100%. Checkt das unbedingt ab. Also wenn ihr keine Zeit habt, hier nach 3 Haas zu kommen, bestellt. Ihr habt es gerade wirklich von Marc gehört, der hat das Gütesiegel freigegeben. Und da kommt der Burger schön saftig an und die Pommes sind immer noch crunchy. Ja, ja. Aber eine Sache fehlt. Die Schärfe? Die Schärfe. Ja, aber Schärfe. Oder gibt es keine Schärfe? Nee, Schärfe gibt es bei mir. Also, ich habe dann zu Hause alles, ne? Ja. Und dann mache ich es jetzt zu Hause halt, ne? Idealerweise, also, die haben hier eine spezielle, also, die haben hier eine Yuppie-Soße. Damit ist er, also, das, wenn ich die Yuppie-Soße höre oder sehe oder schmecke, denke ich mal an 3 Haas. Weil echt? Ich denke, die haben das so wirklich auf den Markt gebracht und revolutioniert. Ja, das war schon, also, für mich war das wirklich auch das erste Mal so mehr. Es gibt das ja aus dem Belgischen, glaube ich. Ist das so eine Sache, ne? Das kommt, glaube ich, auch von Belgien, genau, richtig. Aber hier so in Verbindung mit Hamburger und so weiter war das auch mein erstes Mal. Aber ich muss dazu sagen, die Barbecue-Soße hier finde ich auch sehr, sehr gut. Also sollte man auch mitbestellen, weil in Kombination, wenn du Yuppie hast mit Barbecue-Soße, mit den Chicken Sticks und so, kann man schon gut arbeiten. Also gibt es heute nichts Scharfes auf dem Burger? Ah, wir können Jalapenos noch mitnehmen. Jalapenos esse ich eigentlich gerne so. Ne? Das ist aber jetzt nicht halt super scharf, aber ja, sonst, ich mache meistens das zu Hause, aber ja. Okay, ihr habt's gehört, heute gibt es noch ein paar Jalapenos. Es wird keine richtig scharfe Angelegenheit, dafür aber eine schmackhafte Angelegenheit. Ja. Freue ich mich schon drauf. Ja, Mann. Und wir bestellen jetzt das Marc Gebauer Menü. Merkt euch das sehr gut. Cheeseburger, Doppelkäse. Genau, dunkles Brot. Dunkles Brot. Und dazu eine Portion Chicken Sticks mit Yuppie-Soße und Barbecue. Dasselbe hätte ich auch gerne.
Danke dir. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ich habe mich so sehr gefreut, glaub mir. Perfekt. Ja. Was möchte ihr trinken? Ich habe mein Wasser davon. Ja, auch Wasser. Ja, stilles Wasser. Dankeschön. Marc, mein Lieber. See. Wir haben hier jede Menge Soßen. Genau. Das ist die Yuppie-Soße. Ja, das ist diese also Mayonnaise mit, ich weiß gar nicht, wie man, was da... Zwiebel ist das, glaube ich, mit drin. Ja? Yuppie ist auch... Yuppie, ja. Ja. Die feiere ich sehr gerne. Das ist diese Sweet Chili oder... ich meine, es ist richtig Sweet Chili, ne? Das ist Sweet Chili, ja. Mhm. Sweet Chili, die machen das halt standardmäßig mit den Chicken Sticks. Ist okay, also, aber ich sag dir, die Barbecue-Soße, die wir jetzt hier außen haben, durch den, ich glaube, Essiggehalt, finde ich die halt sehr interessant. Auch in dem Mix, einfach als zum Neutralisieren. Bei mir zu Hause, wenn ich sehr viel scharf esse, ist halt die Mayonnaise, nehme ich auch sehr gerne mit. Habe ich eben nicht gesagt, aber nehme ich gerne mit. Ja, und dann gibt es nochmal einen hier, einen normalen Tomatenketchup, der so ein bisschen... Ich weiß, wie ich sagen soll, so italienisch angehaucht ist. Ja? Ja, die haben ja so sehr viele Kräuter und so. Ich liebe Ketchup, ich bin mehr der Ketchup-Typ. Tatsache. Ja. Du nicht? Du bist mehr der Mayo? Also, ich könnte weder noch sagen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mehr Doch. So... Oder? Mhm. Ketchup ist geil. Ja? Ich weiß nicht, wie die Leute das sehen, könnt ihr gerne in die Kommentare reinknallen, ob lieber Ketchup oder Mayo. Ich bin mehr Ketchup-Typ. Ja, und wenn wir jetzt mal auf das Produkt selber eingehen, ne, muss man sagen, man hat hier halt die Pommes, die wirklich halt von Hand unten geschnitten wird. Ich muss sagen, das sind auch wirklich die geilsten Pommes. Oder wird es die geilsten Pommes im Burgerland, die ich je gegessen habe? Ist auch eine sehr spezielle Sorte. Also, es ist nicht. Die haben, glaube ich, 50 verschiedene Pommes damals getestet. Mhm. Und die Sache ist, der Stärkegehalt spielt eine große Rolle. Absolut, ja. Man hat das Problem halt, Winter und Sommer ist halt auch eine andere Kartoffelsorte. Das haben wir letztens bei Palmyra Fried Chicken herausgehört, ne? Ja. Und ja, die wird unten halt von Hand geschnitten, also mit so einer Maschine. Das gibt's zu den Pommes zu sagen. Die Chicken Sticks ist eigentlich mit das letzte Produkt, was hier auf die Karte gekommen ist. Das hat sehr lange gedauert, bis da was Neues kam. Sie haben jetzt jemanden gefunden, der das wirklich ideal macht. Und die gehören einfach in jede Bestellung mit dazu. Ist auch eine gute Beilage, so als Snack, so nochmal schön zum Dippen. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt hier mit der offenen Küche ist das so, wenn wir jetzt auf das Hauptthema eingehen, ne, den Hamburger, ihr seht das selber, das ist halt jetzt kein Produkt. Also jeder Hamburger sieht anders aus. Der hat halt schon, also der ist halt einfach so selbst gemacht. Ja, ja. Der Fleischlieferant ist auch jemand, mit dem die schon sehr lange Partnerschaft haben. Das Fleisch wird jeden Tag frisch angeliefert. Das ist ein schönes Qualitätsmerkmal. Ja, und natürlich alles halal hier im Haus. Und ja, das ist einfach so das, was ich mag. Das sieht super einladend aus. Sieht sehr, sehr lecker aus. Und von daher Stopp. Ja. Was ist der jetzt schon wieder? Wie? Stopp. Wie? Ihr könnt doch nicht essen. Nein, ach oh, Gott sei Dank. Hast du uns mitgebracht? Sudden Death? Mit Ginseng? Feel alive. Ich sag dir so, wie es ist. Ich hätte eigentlich Bock gehabt, das mitzunehmen. Ist das scharf, oder? Wir haben noch keine 2 Uhr. Wollen wir direkt schon den Magen direkt wieder... Ich muss wirklich sagen, Ahmed wusste nichts davon. Nur Flo wusste das. Ich bin gerade noch mal im Büro vorbeigefahren und hab diese Soße abgeholt. Keine 14 Uhr. Aber ich sag mal so, wenn ihr schon so viel gegessen habt, so scharf kann die nicht sein. Das ist von unser letztes Mal, was wir letztes Mal gegessen haben. Also ich freue mich drauf. Ich hätte es echt vermisst. Danke dir, Tristan, dass du es mitgebracht hast. Ich hätte es sonst vermisst. Ja. Den kleinen Kick nebenbei. Ich habe mich schon gefreut, ohne Witz. Ich habe mich gefreut, dass heute nichts Scharfes gibt. Ohne Witz. Du machst mich fertig. Du bist aber der Psycho. Ich kann an die letzten Videos erinnern. Wir haben alles abgeredet und er immer so, okay, jetzt noch mehr. Ich bin ehrgeizig, so. Ich will es packen, weißt du? So, und du warst so eine Motivation, wo ich gesagt habe, wir ziehen das durch. Also ich sag, mit ihm waren auf jeden Fall, wenn ihr die nicht gesehen habt, die Videos, die sind zeitlos. Also wenn ihr Langeweile habt, schaut euch die unbedingt an. Also das war wirklich damals, also die Videos, die wir da gemacht haben, waren echt crazy. Wie, kommt das jetzt nicht auf den Burger drauf? Wir gucken erstmal. Ich muss erstmal den Schärfegrad so identifizieren, ne? Komm, gib mal her, komm. Ah, das ist wieder der Ehrgeizige, weißt du? Es ist schon eine sehr scharfe Soße, aber... Meinst du? Ja, auf meinen Geschmack könnt ihr euch da natürlich nicht verlassen. Wir testen mal. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker. Mm. Sehr gut. Ah, ein bisschen scharf ist natürlich schon. Ich glaube, ich werde aber eher mit dem Hamburger tunken. Tunken? Weißt du so, wenn du was scharfes willst. Ja. So. Ist okay, ne? Fürs Wochenende. Komm, einmal. Ist schon scharf, glaube ich. Also. Ja. Nein, es geht. Wir haben ja zum Glück
Sind Neutralisierer? Die fettige Mayo, die wird uns schön neutralisieren. Und wollen wir mal, ne? Wollen wir mal, ja. So. Womit fängst du an jetzt? Ich beiß in den Burger rein. Okay, erstmal in den Burger. So okay. An. Sieht wirklich sehr, sehr saftig aus. Vor allem, wenn ich einen guten Tag habe, ne? Wenn ich jetzt sagen, wirklich hungrig bin, ne? Meine Konfiguration im Menü könnte auch so aussehen. Einmal ein Cheeseburger, okay? Boah. Die ist wirklich scharf, ne? Einmal ein Cheeseburger. Dazu nehme ich einen Chickenburger, weil die haben auch jetzt für alle, ne? Die haben auch also nur Chickenfilet, aber im Hamburger. Also einzeln. Ein Chickenburger, ein Cheeseburger und dazu nochmal die Chicken Sticks. Quasi zwei Hamburger und die Chicken Stick ohne Pommes. Ohne Pommes. Das ist dann aber schon... Eigentlich müsste man hier mit dem Chef reden, da muss so ein Marc Gebauer scharfes Menü hin. Eigentlich müsste man die so sehr... Eigentlich, nehmen wir die gleich nochmal zum Brust und Leute, macht da nochmal richtig ordentlich Stimmung bei 3Hs auf die Social Media, ihr wollt das Marc Gebauer scharfe Menü haben. Das wäre eine coole Sache. Ja, ja. Hat Spaß dran, ja. Ja, ja, wir so müssen von, gleich den Chef nochmal kommen lassen. Von mir so zertifiziert zu sagen, das ist schon ein scharfes Menü. Genau, ein scharfes Marc Gebauer. Das wäre dafür nice. Wäre ich. Ich würde mich dafür sehr stark einsetzen und die Leute freuen sich bestimmt darüber. Was wirklich scharf, hast du ja gemacht. Jetzt zwischendurch, Chicken Sticks, da sind also nur so Filetstreifen. Ich würde jetzt als erstes mal mit der Barbecue-Soße, ich weiß nicht, manchmal habe ich einfach dieses, Barbecue-Soße wird da auch mit Essig gemacht, oder? Ja. Ja, ne? Sehr schönes Aroma, die Barbecue. Ja, ne? Machen die selber? Ich glaube schon, ja. Also ich die ist wirklich sehr, sehr lecker. Da verfliegt schon wieder das Schafe. Das ist keine kommerzielle Barbecue-Soße. Normalerweise Barbecue-Soße ist halt, sagen wir mal, super süß und so, die ist schon. Sieht schon eigenartig. Sehr würzig, sehr aromatisch. Ja, ja, ja. Sehr, sehr lecker. Du hast einen sehr schönen, du bist heute mit einem sehr flotten Flitzer hingekommen. Ja. Den kannte ich bisher noch nicht. Ah, okay. Ja. Das ist der Portofino M. Das ist ein neuer Ferrari. Mhm. Und ja, den, der ist neu, ne? Ja. Sehr schick. Danke dir. V12? Mhm. Ne? Ich dachte, er hätte einen V12-Motor. Mhm. V8. Ich glaube V6. Ich weiß es nicht. Nein, Mann. War V6 und Ferrari nie im Leben. Ne? Ne. Okay, ich kenne mich jetzt nicht so damit aus, sorry. Aber diese V12-Geschichte ist, glaube ich, sogar vorbei. Da wurde jetzt der letzte gebaut. Ja? Irgendwie sowas erinnere ich mich. Mhm. Ich weiß es nicht, Leute, aber irgendwie, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Aber ein richtig brutales Batmobil. Danke dir. Wie findest du die Folierung mit Rot und so? Das sag ich ja, wirklich richtig Bruce Wayne-Style. Wirklich, sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Leute haben in den Kommentaren müssen, wie konntest du nur der Ferrari, muss rot sein und so. Nein, Mann, nein. Nein. Klar, Ferrari sollte rot sein, feiere ich auch. Aber so wie du das gemacht hast, hat richtig Style, richtig Stil. Wirklich, ja. Und passt sehr, sehr gut zu dir. Danke dir. Ja, sonst kannst du auch mal den Dings probieren. Hast du den hier? Den, ja, schon. Ja. Den, warte. Ketchup. Den mache ich gleich. Ich beiß jetzt noch einmal in den scharfen Burger hier rein. Ich glaube, sieht man schon, dass meine Augen tränen. Was ist das? Die hast du aber nicht von mir. Die habe ich nicht von dir, ne. Das ist eine neue Uhr von mir. Und zwar von Kohle und Stahl. Ah, lokales Projekt. Lokales Projekt, ja genau. Und er ist momentan unser Sponsor. Ich fühle das, wirklich sehr gut verarbeitet. Auch Kohle, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich liebe den Ruhrgebiet. Stahl, so hart wie mein Bizeps. Ja, und ich sehe. Das ist von dem Thema, wo du es gerade gesagt hast. Tränen runtergelaufen. So schön ist die Uhr, dass ich heulen muss. Ja. Ja, ja. Und das wird bei euch lokal gefertigt in der Werkstatt? Nee, die Uhr wird in Hamburg gemacht. Ja. Eigentlich so. Der Betrieb ist bei uns aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Die Uhr wird hier in Deutschland gefertigt. Ich finde, die hat einfach Style. Steht mir gut. Was kostet die denn? Die liegt momentan bei 199. Ja, das ist ein gutes Produkt für jeden Tag. Saphirglas, Automatikgetriebe, sagt man das so? Entschuldigung, ja, du Werk, bist da. Automatikwerk. Automatikwerk, genau. Ja. Saphirglas, Echtleder. Ja, ist so gut. Mondfunktion funktioniert auch. Mhm. Aber ich glaube, in 3 Tagen haben wir Vollmond. Dauert noch ein bisschen mehr. Das bewegt sich in sehr kleinen Schritten. Okay, dann sieht man, dass der Marc wirklich der Pro ist. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Cool. Ja. So hat man immer neue Projekte, ne? Und wenn das Video online kommt, müsste auch eigentlich schon dein... Homepage online. Ja, da kann richtig. Man Messer ich und alles... Ich kann mich gerade schwer konzentrieren. Was ist das für eine Soße? Die hatten wir vorher aber nicht gehabt, oder? Wir haben Marc so lange nicht gesehen, deswegen. Ich bin wieder raus aus dem Training. Das war ein Problem. Du hast ein Messer rausgebracht? Genau, ich habe 2 Messer rausgebracht. Hier das Shirt, was ich anhab, Woody und Poster.
Und ich glaube, jetzt im Dezember kommen auch die Gewürze. Und falls die Messer alle vergriffen sind, die erscheinen auch nächste, übernächste Woche, sind die wieder verfügbar. Und dann habt ihr die noch sicher vor Weihnachten. Ja. Ist auch gut, wenn du vor dem Launch der Homepage schon sagst, dass die ausverkauft sein werden, ne? Ja. Oh. Nee, aber ich sag mal so, das Messer ist natürlich auch das, als ich das gesehen habe, das Messer ist halt das krasseste Produkt, so, ne? Wenn du so dir das anschaust, so, ne? Ja, wir haben da wirklich niemand hat ein Messer. Ne? Wir haben sehr, sehr viel Liebe reingesteckt. Sehr, sehr viel Liebe. Du warst ja bei mir bei Bee's Kitchen. Damals hast du gesagt, du bist noch nicht so oft am Kochen. Hat sich bis dahin so schon was geändert? Bist du öfter in der Küche? Nee. Nee? Nee. Aber in dem, also wir sind ja gerade, wir wollen ja eventuell umziehen. Mhm. Und ich möchte auf lange Sicht halt einen Koch bei uns einstellen. Einen Koch? Für die Firma. Das ist sehr gut. Weil ich möchte, dass die Leute halt einfach zur Arbeit kommen und sich jetzt, ich weiß ja, wie das ist, wo soll man bestellen, wo soll man das. Mhm. Ich möchte das so ein bisschen wegnehmen, ich möchte gute Produkte den Mitarbeitern geben. Mhm. Und die sollen einfach, ich weiß es selber, wie es ist, weißt du, dann musst du immer trotzdem Geld ausgeben. Die sollen einfach zur Arbeit kommen und sich darum keine Gedanken machen. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Ja, genau. Sehr gut. Ich werde dir auf jeden Fall ein Messer zukommen lassen. Sehr gerne, Mann. Wenn du das nicht benutzt, dann soll der Koch das in Zukunft benutzen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel drauf gemacht. Warum hast du so viel drauf gemacht? Boah, ich weiß nicht, ich dachte, die wäre nicht so scharf. Ja, das denkst du immer, wenn ich dir Soßen gebe. Wir waren ja auch bei Anfang des Jahres bei Mark and Friends in der Sitcom. Mhm. War ja eine super Serie, auch sehr erfolgreich. Einige Spendengelder eingesammelt. Ja. Richtig. Und du warst jetzt vor kurzem in Senegal. Genau, also wir haben jetzt halt geguckt, was damit passiert ist, ne? Ja. Und wir haben insgesamt durch die Show 8 Brunnen. 8 Brunnen. Wie viel versorgt ein Brunnen? Also bei denen wir jetzt waren, es liegt eigentlich immer so zwischen so 300 und 1000 Leuten. Schön. Also das ist ja so ein Verbund, ne? Die Leute leben halt ein bisschen, also das heißt ein bisschen, die leben halt außerhalb. Mhm. Da gibt es jetzt halt keinen Strom oder so. Und ja, da kriegen die dann halt eine Wasserversorgung, was vorher nicht da war. Vorher müssen die halt dann, ich kann dir nur das Beispiel geben, wir sind an dem zweiten Tag, das ist der letzte Vlog gewesen, wir sind mit dem Auto, ich glaube, 45 Minuten, 50 Minuten gefahren über so einen Eselsweg. Die haben jetzt auch keine Autos in dem Sinne, braucht man aber jetzt auch dann nicht zwangsweise. Und dann waren wir erst bei dem Dorf. Jetzt überleg dir mal, wie weit die da laufen müssen, bis die da Wasser holen. Ne? Und ja, das war ein tolles Projekt. Wir haben für nächstes Jahr unser nächstes Projekt ausgerufen. Ne? Wir möchten eine Schule bauen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da war auch was mit Schule, ne? Ja, das wird natürlich ein bisschen kostspieliger. Mhm. Aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Kann man jetzt auch schon was spenden, unabhängig von der... Wo? Bei Dr. Shine Help ist das. Dr. Shine Help, ihr habt's gehört, Leute? Alle Zeit, also das ist wie ein Online-Shop aufgebaut. Ihr könnt damit PayPal bezahlen und so, ne? Auch Steuer ab, ihr könnt das absetzen und so weiter. Es gibt Rechnung, alles offiziell. Und das ist einfach eine tolle Sache. Genau, schaut euch das bitte an, drscheinhelp.de. drscheinhelp.de oder, also es wird in der Beschreibung, denke ich. Okay, ja. Und auf jeden Fall schaut euch auch bitte die Vlogs an. Marc war in Senegal, 4 Teile hast du hochgeladen? Also aus Senegal selber waren es 2. Und einer war vorher, weil wir hatten leichte Probleme. Ich hab's gesehen. Wie kann man den Flug verpassen, wenn du so ein großes, wichtiges Projekt hast? Ich denke mal, das ist ja auch alles getimt und getaktet. Es gibt 2 Dakar auf der Welt. Wie Dakar? Es gibt Dakar 2-mal. Wie? Es gibt einmal Dakar in Bangladesch und es gibt einmal Dakar in Senegal. Ach so. Und dann stand da halt Dakar, aber D-A-K-K-A. Und Dakar in Senegal heißt Thies. Also stell dir vor, du wärst im Flieger eingeschaltet, du wärst in Bangladesch. Nein, das war ja, guck mal, das war ja genau die Sache. Wie? Ihr standet an den Gate von Bangladesch. Was heißt Dings? Wir waren davor, ich habe denen das Ticket gegeben. Ich habe die Einladung vorgezeigt, ich habe alles gemacht. Ich sag so, okay, jetzt wir sind dann. Beide Flüge sind, der eine ist, glaube ich, um 0.25 Uhr und der andere ist um 0.30 Uhr geflogen. Boah. Wir sind da hingegangen und Istanbul Flughafen ist huge. Ich gehe da hin, wir stellen uns an, wir geben dem Typen das und so, hat noch ein bisschen gedauert. Ne? Und dann sagt er so, guckt er so, scannt so, geht nicht, guckt immer so, sagt, no. Wie? No. Ich hab gesagt, hier Einladung, weil es kann auch sein, dass die uns nicht spielen. Wegen Visum, ja. Yeah. Und er sagt, ich hab alles. Und sagt, wrong gate. Und ich so, Dakar? Sagt er, yeah, Dakar, Bangladesch. Ich so, oh mein Gott. Oh, fuck, ehrlich. Sascha stand bei jemand anderem.
Wir gehen zu dieser Tafel hin, gucken so und ich sehe, es ist... Mein Freund, das wird nichts mehr. Mann, ey. Das wird nichts mehr. Mann, ey. Und dann haben wir den Flug verpasst. Ja, und dann gab es erst nicht nächsten Tag, sondern darauf den Tag erst einen Flug. Und bei der Rückreise war es nochmal. Wir mussten noch eine Nacht. War absolut Katastrophe. Aber Alhamdulillah, das ja, war ein gutes, wohltätiges Projekt. Und man sieht da im Vlog. Alle anderen Leute, die vorher auch da waren, die sind krank geworden. Wie? Nein, also die hatten zum Beispiel, der eine hatte Sonnenstich und der andere hatte das und so. Guck mal, Gott sei Dank, alles hat einen Grund. Am Ende natürlich waren es mehr Strapazen, sagen wir mal so, als einfach hinzufliegen. Aber ich sagte so, Gott sei Dank, du weißt nicht, wofür es gut ist. Bei solchen Reisen, wenn da auf einmal was dazwischen kommt, besser ist es so gelaufen. Ja, ja. Für irgendwas war es gut. Gott sei Dank, Alhamdulillah, ich schäfte nicht mehr. Na? Ich esse die Sticks hier. Der ist mir doch ein Tacken zu scharf gefallen. Der Ketchup mit der mediterranen Note. Ja, ne? Ein bisschen. Ja, ja. Ich glaube, so italienische Kräuter bei mir ist so. Du warst einer der ersten Gäste bei Bee's Kitchen. Ja? Ja. Einer der ersten. Nicht der erste, einer der ersten. Stimmt. Stimmt. Ich war wirklich ganz am Anfang, ne? Ja. War jetzt bei dem schönen Setup da, ne, haben wir eine Fisch in Salzkruste gemacht. Genau, das war sehr, sehr lecker. Cool. Das war auch ein Monsterfisch, ne? Ja. 3 Kilo, 3,5 Kilo. Und ich weiß nicht, wenn die Leute drauf Lust hätten. Ich habe auf jeden Fall tierisch Bock darauf. Ich würde dich gerne noch mal einladen bei Bee's Kitchen. Aber da müssen wir uns was überlegen irgendwie. Da müssen wir irgendwas als Gericht machen. Ich weiß nicht, da müssen wir irgendwas Außergewöhnliches machen. Sollen die Leute das in die Kommentare reinkommen? Schreibt mal in die Kommentare, was wir kochen sollen. Also ich sag mal so, ne, man kann alles machen. Wir können alles machen. Wir können große Tiere, kleine Tiere. Wir können Indoor, Outdoor, wir können, wir kriegen Outdoor, einiges hin. Ja, ja, Outdoor auch, ne, und so. Da kann man, also wirklich, da hätte ich auch Lust drauf. Schreibt mal in die Kommentare, was wir für Strapazen auf uns nehmen sollen, um euch zu belustigen. Ne? Wenn es geht, nichts Scharfes, Leute, dann werde ich euch sehr dankbar. Das Thema haben wir jetzt schon. Ja. Hatten wir jetzt hier heute schon. Und schreibt uns einfach in die Kommentare, was wir beide kochen sollen bei Bee's Kitchen. Und wenn die 15.000 Likes erreicht sind, ziehen wir das durch. Ja. Zum Beispiel was ich richtig Lust drauf hätte. Und zwar folgendes. Ich weiß nicht, wie ihr damit klarkommt. Ich zeige jetzt auch die Kamera, Männer. Und zwar, dass wir zum Beispiel nach Rostock fahren. Wir fahren angeln und Rostock, glaubt mir, Wellengang ist heftig. Wir angeln. Du warst schon mal da, ne? Da ist doch die Uhr vom Bord gegangen, ne? Nee, das war was anderes, aber ich war schon mal da auch Video drehen. Mhm. Und da, glaubt mir, also die beiden Jungs hier werden sich safe übergeben. Das wird also vielleicht du auch. Und wir fahren da raus, jetzt auch zu dem Wetter, wenn es richtig schlecht ist. Das muss brutal schlecht sein. Wir sind da draußen mit der Angel, so, weißt du, holen unseren Fisch und hinterher machen. Das wird lustig. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und wenn ihr auch dafür wärt, wie gesagt, wir haben gerade 15.000 Likes. Bei 20.000 Likes und ihr auch alle dafür seid, ziehen wir diese Nummer durch. Attacke, ja. Leute. Es liegt in eure Hände oder in euren Daumen. Ja. Boah, das hört sich krank an. Habt ihr Bock darauf, Tristan? Ja. Ja, das sagst du jetzt noch. Ich hatte das Thema auch. Ich sag mal so, wie ich dich einschätze, wenn du auf. Also, du kannst halt nichts mehr. Mein Kameramann damals. Der hat sich wirklich jetzt 10, 12, 15 Mal übergeben. Übergeben? Na, also. Übergeben, wirklich übergeben. Oh. Du hast gar keinen. Also, du fährst raus und das Ding geht halt so. Und du kannst dich auch nicht festhalten. Also, das ist wirklich massiv. Und der Typ am Steuer sagt, also ich habe da auch irgendwie gesagt, guck mal, die beiden übergeben sich jetzt, ne, so. Ja, ja. Die müssen zurück und er sagt, ja, dann, wir können jetzt so ohne weiteres nicht zurück, sondern sich halt unten hinlegen. Ja, ahoi, ihr Landratten. Und die da unten nur so, die haben so geschrien auch. Ja, ne? Boah, das hört sich krank an. Ja. Ihr habt's in die Hände, Leute. Ihr habt's wirklich in die Hände. Boah, ich stell mir jetzt schon vor. Das ist irgendwie so eine Quittung für den M5, den wir gefahren haben. Auf der Rennstrecke. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob du das so verträgst. Also hast du ein Problem damit? Wird dir schon mal schlecht, oder? Marc, ich gehe mit dir in den Krieg. Ich gehe mit dir in den Krieg. Okay, oh, bitte, bitte mach das wahr, okay? Bitte mach das wahr. Und dann schreiben wir diese Stelle da an den Anfang. Wisst ihr Bescheid? Top Burger, sehr mächtig. Ich muss sagen, der war mir jetzt heute einen Tacken zu scharf. Ja. Ich habe wirklich nicht mit gerechnet, dass wir heute was Scharfes essen. Danke nochmal, Tristan, dass du immer so... Mitdenkst, ne? Mitdenkst, genau, ja. Absolut, mega. Und es ist ein cooler Laden. Ich kenne den auch wirklich schon länger. Ja. Wie, seit wann gibt es den jetzt ungefähr? Ach,
schon in Köln hatten die ja ganz, haben ihren ersten kleinen Laden da. War gehabt. Das nicht hier der erste? Nee, in Köln. In Köln? Ja, und danach hier der zweite, meine ich. Mhm. Ja. Hast du ja gerade auch erwähnt, den gibt es auch in Marokko. Genau, da, also ich war jetzt selber halt noch nie da. Mhm. Aber in Marokko, glaube ich, haben die sogar noch andere Produkte, so wie ich das in Erinnerung... Fastfood-Produkte jetzt? Ja, die haben zum Beispiel einen eigenen Pizza und so weiter. Können wir fragen. In Marokko gibt es da auch Pizza? Sag wie. In der Marokko gab es auch Pizza, ne? Ja. In Marokko gibt es auch Pizza mit Steinofen. Pizza, Steinofen, Pizza, Shakes. Ja. Wann habt ihr eröffnet? Hier? Überhaupt, wann gab es den ersten 3Hs? 2013. 2013. Seit 2013 gibt es 3Hs. Mittlerweile wie viele Filialen? Düsseldorf, Köln, Wuppertal, Marokko. Spanien auch? Oh! Wow. In Spanien habt ihr auch gemacht? Guck mal, weiß ich nicht mal. Das wusste ich auch nicht. Wahnsinn. 3Hs goes international. Ja, ja, worldwide, ne? Und ganz kurz, bring die weg. Ich hab noch eine Sache. Das ist der Chef. Der hat was zu sagen hier. Ja. Ja, dann kriegen wir jetzt gleich hin. Wir wollen das Marc Gebauer scharfe Menü hier sehen auf der Karte. Marc Gebauer ist ja wirklich ein Stammgast hier bei dir. Ja. Er bestellt auch oft, er kommt ja auch wirklich sehr gerne besuchen. Und meine Community und ich, wir wollen uns dafür einsetzen, dass es ein Marc Gebauer Burger-Menü gibt, hier in der Düsseldorfer Filiale. Den hat er ja schon. Der ruft jetzt nur wieder an und sagt, hi, ich bin's Marc, einmal fertig machen. Das war's. Ja. Und da wäre, was ist das Menü? Komm, du weißt das. Sein Menü? Ja. Der hat immer einen Cheeseburger. Ja. Mit dunklem Brot. Ja. Extra Käse. Ja. Und extra Jalapenos. Und extra Jalapenos. Kriegt immer dazu vier Schiffes. Kriegen wir jetzt auf der Karte auch einen Platz, Marc Gebauer? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Safe? Safe. Bester Mann. Gerne. Vielen, vielen Dank. Und ihr Leute, ihr wisst jetzt Bescheid. Ab sofort gibt es das Marc Gebauer Menü. Ihr habt es ja gerade gehört, wie das top kombiniert oder zusammengestaltet ist. Schaut hier vorbei. Ja, beißt mal lecker ordentlich in den Burger hier rein. Markiert eure Stories, Marc Gebauer, wenn ihr euch das Menü bestellt. Mhm. Und vielleicht trifft ihr ihn auch hier persönlich. Kann sehr gut sein. Kann sehr gut sein, ja. Ja. Marc, ich danke dir. Du, vielen Dank dir, ne? Ich danke dir. Ich danke dir. Nein. Ich danke dir. Ich dir. Nein. Marc. Danke dir. Marc. Ich danke dir. Okay. Danke dir. So, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt an die Likes, denkt an die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal in Rostock. Du hast gar keine Ahnung, wo du dich einlässt. Ich gehe mit dir in den Krieg. Okay. Salam alaikum. Ciao, ciao.